Oh, bin ich scharf? Jawohl. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Heute geht's um diesen Trümmer da vorne, ja, um den Orthia von Basti. Und zwar soll es heute um die Schaltung gehen. Basti, erzähl uns doch mal, was wird heute da Schönes verbaut? Also, wir haben das Gerät hier, ein Shortshifter. Viele kennen das Ding wahrscheinlich. Der ist von Fidanza. Toller Aufkleber, gibt's gratis dazu. Bestellt habe ich den bei AKR in Holland. War sehr kostengünstig, muss ich sagen. Lag um die 30 Euro oder darunter, glaube ich sogar. Hat einen Vorteil, der ist einmal Dual Band, also hat zwei Biegungen hier, wie man sieht. Hat den Vorteil, dass die ganze Schaltkulisse, quasi der Knauf, ein bisschen näher zu einem hinkommt. Den Vorteil eines Shortshifters selber brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Ich denke, die meisten wissen, was so ein Ding tut. Der ist aus Stahl, gefällt mir sehr gut. Der bringt noch ein bisschen zusätzliches Gewicht mit rein in die ganze Schaltkulisse. Und das Schöne ist, der hat unten anständige Lager drin, also keine Kugel, sondern Walzenlager. Viele von den Shiftern haben zum Teil gar keine Lager oder nur ein Gleitlager da unten drin. Ich weiß nicht, kann man es gerade sehen? Ja. Bisschen Licht da rein. Ja, so. Geht. Also es sind Walzenlager, das sorgt dafür, dass man da weder Reibungsverschleiß hat, noch großartig Widerstand da reinbringt ins Schalten. Dazu verbauen wir im selben Atemzug quasi die Energy Suspension Shifter Bushings, um das Ganze noch ein bisschen, um mal ein bisschen Spiel rauszunehmen aus der ganzen Sache. Und dieses feine, aber kleine Detail hier, das sind Speed Factory Spring Detent, verstärkte Federn quasi. Die kommen ins Getriebe. Wo, das zeigen wir euch gleich. Das ist das erste Mal, dass wir sowas verbauen. Und die sind auch nicht teuer, die sollen quasi die Schaltung noch um einiges knackiger machen, als sie sowieso schon ist. Wie viel Prozent stärker? 600% stärker, ja, angeblich? Man munkelt 600% stärker, das halte ich für ein Gerücht. Also die werden etwas knackiger sein als die Originalfedern. Wer sich jetzt wundert, was die tun und wo die hinkommen, wie gesagt, erklären wir gleich. Ja, an dieser Stelle nochmal eine kurze nachträgliche Erklärung, weil ich extra gerade nochmal bei Speed Factory nachgeschaut habe. Federn sorgen dafür, dass man ein besseres Gefühl hat, wenn der Gang, also besseres Gefühl dafür bekommt, wann der Gang genau eingelegt ist und dass der Gang auch nicht wieder rauskommen kann, also dass der nicht wieder zurück rausspringt und dass das Ganze halt ein bisschen sich sportlicher anfühlt, weil natürlich dadurch, dass die Feder härter ist und länger ist, natürlich der Widerstand größer ist und somit braucht man ein bisschen mehr Kraft, um den Gang einzulegen. Allerdings, wie gesagt, kommt der Gang dadurch auch nicht wieder rausgesprungen, wenn man jetzt beispielsweise stark beschleunigt, die Federn beispielsweise defekt sind oder ähnliches, dann kann der Gang nicht wieder zurück rausspringen. Das ist wohl ein, genau, eine 80%ige Steigerung der Federrate, also entsprechend merkt man schon, das ist serious business, ja, und die Jungs von Speed Factory Racing, nennt sich die Internetseite, die bauen nicht nur normale Straßenfahrzeuge, also sondern die bauen auch richtige PS Monster, Drag Racer und etc. pp. Wir schauen jetzt erstmal, wir zeigen euch einmal kurz, wie die Schaltung sich jetzt schalten lässt. Das ist nämlich alles ziemlich weich gespült und hinterher zeigen wir euch dann natürlich das Ergebnis, wie es nach dem Einbau der ganzen Teile ist. Und wir sind selber gespannt. Ja, dann zeig uns mal. So, also die Schaltung ist jetzt semi-hübsch. Ich bin jetzt in neutral. Wie ihr seht, ich sitze auf der anderen Seite. Das liegt daran, dass das Auto das Lenkrad auf der richtigen Seite hat. Ja, erster Gang ganz normal. Also es lässt sich ganz bequem mit einem Finger. Es ist alles sehr wabbelig. Und selbst wenn man im Gang ist, ist da ziemlich viel Spiel drin. Das ist ein bisschen viel für meinen Geschmack. Und wir hoffen, dass wir das mit den neuen Lagern ein bisschen in den Griff kriegen. Das ist also der originale Shifter. Hier sieht man, der hat nämlich nur eine Biegung und der andere kommt hier quasi wieder hoch. Und das Ganze müssen wir jetzt von unten weiter zerlegen. Ja, das ist einmal der Blick quasi unterm Auto entlang. Ja. Und da sieht man auch schon das schöne Schaltgestänge. Dann
Walten Sie Ihres Amtes, junger Mann. So, jetzt können wir das Ganze hoffentlich hier vorbeikippen. Ein Stück weit. Dass wir einen etwas besseren Zugang haben. Nein, das geht nicht. Also muss man das über den Abgasstrang machen. Ja. Das Ding brauchen wir gleich wieder. Da kommt nämlich das Energy Suspension Lager zwischen. Jawohl, weil das wirklich einmal das hier vorne und einmal. Ja, das ist das alte Lager. Sehr weich. Ja, zum Vergleich, das hier. Ja, bewegt sich so gar nicht, in gar keine Richtung so wirklich. Das ist auch weich, aber etwas weniger als das Originale. So. Und diese Hülsen müssen wir jetzt hier noch rausoperieren. Scheint aber nicht allzu schwer zu sein, da ist Spiel drin. Weil die brauchen wir nämlich da drin gleich wieder. Das zuerst. Ich sehe gerade, dass das Gummi hier unten auch kaputt ist, aber das habe ich nicht neu da. Das ist natürlich wieder scheiße. Das ist 10er, 12er, was ist er? So, dann haben wir einmal das hier. Lassen wir erstmal hängen, das stört uns da nicht. Einmal einen hängen lassen. So, und jetzt haben wir hier auch ein bisschen das Spiel drin. Und ja. Den nehme ich auch hier runter. Schon können wir ein bisschen besser arbeiten. Kaputt. Diese kaputt. Ja. Und heute ist wie immer Sonntag. Heute kriegt man natürlich wieder keinen Ersatz. Paar schiebst du jetzt? Hoffst du mal, die geht so los? Das Segel gleich runter, oder? Wahrscheinlich. So, das ist das alte Lager und das ist das neue. Schauen wir mal, wie wir das rauskriegen. Offenbar relativ unkompliziert. Da ist das neue Lager drin. Kleine Empfehlung, vorher ein bisschen einfetten. Dann flutscht es. Dann flutscht das. So, so viel dazu. So, wir haben das defekte Gummi mal etwas bearbeitet, ganz MacGyver-Style, und zwar haben wir den beschädigten Teil ganz elegant abgeschnitten und haben ihn durch ein anderes Stück Gummi, ein passendes, ersetzt. Das haben wir dann hier quasi aufgeklebt, es dichtet also hier rundherum ab und die Halterung sitzt dementsprechend hinterher hier drauf. Und drückt auch noch mal dagegen, das heißt, es kann sich nicht lösen. Somit ist die Staubmanschette wieder heile. Ja, ganz wichtig, die Kugel wieder schön einfetten, weil sonst wird das mit dem Schalten ein bisschen schwieriger. Genau, schön machen Sie das. Nehmen an dieser Stelle neue Muttern, die alten sind zwar noch okay, aber mir eine Spur zu gammelig. Und wir nehmen dafür Sicherungsmuttern, selbstsichernde, weil das Letzte, was man gebrauchen kann, ist, dass einem beim Fahren die Schaltung auseinanderfliegt. Das ist nicht halb so witzig, wie es klingt. Da kommt ein bisschen Flutschi rein. In das Loch? In das Loch. Das hier ist falsche Seite. Das Loch ist ein bisschen eng. Tun Sie sich nicht weh, oder? Hatte ich nicht vor.
So, jetzt. Jetzt können wir das wieder oben rinne fummeln. Zack. Und dann lässt sowieso noch ein bisschen schieben, dass das hier sitzt, wo es hingehört. Wirkt zumindest galvanisiert. So, im Flugzeug macht man Schrauben immer von oben nach unten, von vorne nach hinten, von innen nach außen oder wenn es nicht anders geht, von rechts nach links. Und wenn ich dir jetzt sage, dieser Shifter passt nicht. Dein Ernst? Passt nicht. Das Problem ist das Ding hier hinten. Da die Kiste eine japanische Ausführung ist, sind hier diverse kleinere Details etwas anders als bei normalen B-Motor Civics. Unter anderem diese Stelle hier. Hier sind zwei Gewichte mit angeschweißt, deren Nutzen mir leicht schleierhaft ist. Und die etwas im Weg sind, zumindest das eine, für den Shifter. Warte, der mal, ich ist, guck mal, ob ich es drauf kriege. Ach so, guck mal, hier so sieht man das perfekt. Der Shifter ist aufgrund der etwas dickeren Kugelform an der Aufnahme unten nicht ganz kompatibel mit diesem Gewicht und deswegen haben wir an dieser Stelle ein bisschen was weggeschliffen. Und darum haben wir dann direkt nochmal ein bisschen blank gemacht den Rest und Rostschutzgrundierung drauf gemacht. Und während die jetzt trocknet, bevor wir gleich frische Farbe da drauf schmeißen können, machen wir am Getriebe. Ja, da sieht man es. Da oben die beiden Schrauben auf, weil da kommen die beiden Federn rein, die wir eben gesehen haben. Na, also man sieht hier das Getriebe, da den Krümmer, Moment, da. Und dann sieht man ungefähr hier diese beiden Schräublein und da sollten die Federn hinter sitzen. Ja, da wird jetzt gleich eine Kugel mit rausfallen, die dürfen wir nicht verlieren. Ja. Ja, das finde ich auch doof, dass sie da keine neuen mit beipacken eigentlich, ne? Da haben wir die eine Feder und die Kugel. Moment, ich muss mal eben kurz... Oh, da. Da haben wir die Feder, da und die Kugel. Ganz wichtig, die Kugel sollte man nicht verlieren. Ohne die Kugel funktioniert das mit dem Schalten nämlich nicht mehr so gut. Was hast du denn für die Dinger übrigens bezahlt? Die Federn habe ich bei AKR bekommen und zwar liegen die bei knapp 25 Euro. Was sehr günstig ist, wenn man bedenkt, wie der Effekt dieser Federn sein soll, wie überragend der sein soll. Ja gut, aber erstmal müssen wir das natürlich feststellen, genau, bevor wir sagen können, dass die günstig sind. Ich squish die nochmal, also die ist relativ weich. Ja. Und diese ist wesentlich fester und auch noch ein Stückchen länger. Das heißt, da ist mit Sicherheit deutlich mehr Spannung drauf. Mal deine komische Griffel da weg und leg die mal daneben, bitte. Danke. Ja, man sieht das sehr deutlich. Danke. Ja, das heißt, die setzen wir jetzt wieder genauso ein, wie wir die andere rausgenommen haben. Und da ist schon deutlich mehr Gegendruck, Gegendruck beim Ansetzen. Also das ist eine super einfache Modifikation. Ich hoffe, die hat auch einen super tollen Effekt. Das hoffe ich auch. Ich meine, wenn nicht, ist es nicht so schlimm. Es ist weder besonders aufwendig noch besonders teuer gewesen. Sollte der Effekt jetzt natürlich super gut sein, wäre das eine sehr, sehr schöne, einfache Modifikation, die man mal eben schnell selbst mit zwei Wagenhebern oder Sicherungsböcken, immer Sicherungsböcke verwenden, schnell zu Hause in der Einfahrt durchführen kann. Hier müssen wir ein bisschen schneller sein. Weil hier kommt dann doch ein bisschen Öl raus. So, jetzt geht es quasi einmal auf eine kleine Probefahrt mit dem da, mit dem Basti. Oh. Hi. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze auch in der Praxis irgendwie was taugt. Glaube ich, oder das Relais dafür. Ich weiß nicht, wer das ansteuert. Das ist nichts mehr hier. Spiel jetzt im Gang immer noch gleich. Im Gang ist noch etwas weniger, aber immer noch ziemlich viel, weil das Gestänge vorne
etwas ausgeschlagen ist. Da müsste man allerdings das ganze Gestänge wechseln, weil das Kreuzgelenk ist nicht einzeln zu kriegen, soweit ich weiß. Also müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwann nochmal separat bekommen. Aber vom Endergebnis definitiv sehr gut. Wir fazitieren, wir sind auch schon live. Da, wir fazitieren und du trinkst nichts. Das ist Kaffee. Da steht nichts drauf. Das ist wunderbarer Kaffee. Ja, ja, Flaschenkaffee. Man kennt ihn, ganz berühmter Flaschenkaffee. So, was sagst du zu deinen neuen, was ist da jetzt alles gekommen? Also ist einmal ein Shortshifter gekommen, einmal die Buchsen gekommen und einmal die Federn. Richtig? Quasi. Richtig. Ja, und für den Schaltknauf haben wir ja noch dieses nette kleine Adapterstück darunter. Einfach nur für die Optik. Abschluss zur Schaltmanschette. Genau. Und was sagst du? Wie lässt sich das fahren? Rattengeil. Es läuft. Also die sehr gut. Die Wege sind kürzer. Deutlich. Alles fühlt sich ein bisschen straffer an, auch ja. Gang rein, Gang raus. Ja, und man weiß jetzt nicht, was die Federn jetzt genau bewirken. Und weil doch, man merkt schon, die Gänge beim Rein- oder Rausmachen, die haben schon deutlich mehr Knack. Mal hier so ein bisschen näher ran hier. Auch ein bisschen mehr Knack. Nennen wir es Knack. Also es ist schon, es ist merkbar und für 25 Euro oder was ist es definitiv eine gute Investition. Wir hätten vielleicht einmal testen sollen im Serienzustand, ohne den Shifter vorher einzubauen. Werde ich nachholen, wenn ich das bei mir mache. Ja, dann kriegt er das auf jeden Fall nachgereicht. Einmal mit Serienbuchsen und Serienshifter und dann nur mit den Federn und dann einmal Federn plus Buchsen und dann am Ende das Ganze so wie hier beim Orthia. Über den wir übrigens noch ein separates Video machen werden, damit ihr wisst, was das übrigens für ein Auto ist überhaupt, weil, naja, irgendwie gibt es nur so viele davon in Deutschland. Genau. Ja, dann würde ich sagen, das war es dann auch schon von uns beiden Schwachmaten. Richtig. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.